Der erste WM-Titel ist häufig der schwierigste. Das gilt vor allem in der heutigen Formel 1, in der ein Mann die Königsklasse seit Jahren dominiert. Tatsächlich ist es mit dem zweiten Titel aber häufig nicht leichter. Denn auch mit einem WM-Titel im Sack braucht man häufig auch noch die nötige Portion Glück. Deswegen kommt es oft vor, dass Fahrer ihren Titel in der Formel 1 nicht erfolgreich verteidigen können. Und manchmal wird die Mission Titelverteidigung, aus welchem Grund auch immer, sogar zu einem kompletten Desaster. Natürlich schauen wir in unserer Liste nicht auf die Fahrer, die nach dem Gewinn eines WM-Titels zurückgetreten sind. Stichwort Menzel, Prost oder Rosberg. Wir blicken auf die 5 furchtbarsten Titelverteidigungen in der Geschichte der Formel 1 und die Storys dahinter. Los geht's mit Alberto Ascari 1954. Am Ende der vierten Formel 1-Saison im Jahr 1953 hatte der Italiener bereits 2 WM-Titel mit Ferrari gesammelt. 1952 gewann er dominant 6 der 8 Saisonrennen und auch ein Jahr später schnappte er sich überlegen den Titel. Ascari wusste, dass er seinen Marktwert durch die 2 Weltmeisterschaften gesteigert hatte. Die Folge? Er pokerte und wollte mehr Geld von Ferrari. Und verzockte sich. Der Doppelweltmeister verließ die Scuderia und wechselte zu Neuling Lancia. Das Problem? Der neue D50 war zu Beginn des Jahres 1954 noch gar nicht einsatzbereit. Ascari verpasste die ersten 3 Rennen, womit sich seine Titelverteidigung bereits erledigt hatte. Anschließend gab ihm Lancia die Erlaubnis, übergangsweise für andere Hersteller zu fahren. Er fuhr 2 Rennen für Maserati und holte dabei einen 1/7 Punkt für die geteilte schnellste Runde in Silverstone. Den Zähler musste er sich mit 6 anderen Piloten teilen. Später kehrte er in Monza einmalig zu Ferrari zurück, sah dabei aber nicht die Zielflagge. Erst beim Finale in Spanien saß Ascari erstmals im D50. Er holte sich Pole und schnellste Runde, ins Ziel schaffte er es aber auch hier nicht. Die Saison beendete er mit 1/7 Punkt. 1955 wollte Ascari noch einmal angreifen, doch nachdem er auch hier in den ersten beiden Saisonrennen nicht die Zielflagge sah, verunglückte er tödlich bei einem Testunfall in einem Ferrari-Sportwagen in Monza. Weiter geht's mit Jack Brabham 1961. Ende der 50er Jahre gelang Cooper in der Formel 1 ein Coup, indem man den Motor ans Heck des Autos verlegte. Mit diesem Konzept gewann Jack Brabham 1959 und 1960 2 WM-Titel in Serie. Für 1961 wechselte man auf 1,5 Liter Motoren und nachdem auch die anderen Teams auf das Konzept des Heckmotors gewechselt waren, war Coopers Vorteil komplett weg. Ferrari, Lotus und Porsche zogen an Cooper vorbei und Brabhams Auto litt zudem an einer schlechten Zuverlässigkeit. Teamkollege Bruce McLaren hatte weniger Pech und sammelte zumindest hin und wieder gute Punkte für Cooper. Doch Brabham hatte große Schwierigkeiten. Er brachte es auf magere 4 Punkte in der gesamten Saison 1961. Das waren nicht einmal 10% seiner Punkte aus dem Vorjahr, als er noch mit 43 Zählern Weltmeister geworden war. Sein bestes Ergebnis war ein 4. Platz in Silverstone. Coopers Abstieg war nicht mehr zu verhindern und Brabham schnappte sich Designer Ron Turenek und formte für 1962 sein eigenes Team. Jody Scheckter 1980. 1979 setzte sich der Südafrikaner in einem harten Titelkampf gegen seinen Ferrari-Teamkollegen Gilles Villeneuve durch. Er gewann den Titel mit 4 Punkten Vorsprung. 1980 rechnete man mit einem weiteren Siegeszug der Scuderia, doch der Ground-Effekt sorgte dafür, dass sich Ferrari plötzlich am hinteren Ende des Feldes wiederfand. Der Flat-12-Motor im Heck des Autos war zu breit. Die Aerodynamiker konnten den Ground-Effekt daher nicht so ausnutzen wie andere Teams. Williams, Ligier und Brabham hatten beispielsweise den deutlich kompakteren Cosworth-Motor, der ihnen deutlich mehr Spielraum beim Ground-Effekt gab. Zudem war der Ferrari zu Saisonbeginn zu unzuverlässig. In den ersten 3 Rennen blieb man komplett ohne Punkte. Als die Zuverlässigkeit dann einigermaßen stimmte, waren die anderen Autos längst davongezogen. Scheckter holte in der ganzen Saison magere 2 Punkte und verpasste in Kanada sogar die Qualifikation. In seiner WM-Saison im Vorjahr hatte er noch 51 Zähler geholt. Ende des Jahres trat der Südafrikaner aus der Formel 1 zurück. Heute besitzt der Ex-Weltmeister eine eigene Farm. Möglicherweise erinnert ihn sein Traktor dort manchmal an den Ferrari von 1980. Damon Hill 1997. Obwohl er 1996 noch Weltmeister geworden war, musste Hill Williams zur Saison 1997 verlassen, weil das Team ihn durch Heinz-Harald Frentzen ersetzte. Der Brite hatte Angebote von Benetton, McLaren und Jordan
Doch Hinterbänkler Arrows bot dem Weltmeister das meiste Geld. Und so kam Hill zum Team von Tom Walkinshaw, das damals große Ambitionen hatte. Doch leider hatte Arrows weder die finanziellen Mittel noch das nötige Auto, um es im Grid nach vorne zu schaffen. Dem Yamaha-Motor fehlte die Power und obwohl Pedro Diniz als zweiter Fahrer Geld mitbrachte, reichte es bei weitem nicht, um das A18-Chassis zu einem Rennsieger zu machen. Weil dem Auto eine Menge Abtrieb fehlte, schaffte es Hill beim Saisonauftakt in Australien gerade so, sich zu qualifizieren. Nach einigen Änderungen schaffte er es bei seinem Heimrennen in Silverstone mit etwas Glück nach dem späten Ausfall von Nakano im Prost erstmals in die Punkte. Zwei Rennen später roch es beim heißen Rennen in Ungarn nach einer Sensation. Die Bridgestone-Reifen waren bei diesen Bedingungen ein Vorteil und Hill führte das Rennen lange an. Und es hätte wohl auch zum Sieg gereicht, wenn er nicht kurz vor Schluss ein Problem mit der Hydraulik bekommen hätte. So brachte es Hill 1997 auf magere 7 Punkte, 90 weniger als in seinem Weltmeisterjahr. Wenig überraschend zog es ihn nur ein Jahr später weiter zu Jordan. Jacques Villeneuve, 1998. Als der Kanadier 1997 Weltmeister wurde, ahnte noch niemand, dass es für Williams bis heute der letzte Titel sein sollte. Nachdem Adrian Newey zu McLaren gewechselt war und Motorenpartner Renault sich zurückgezogen hatte, fehlten Williams zwei wichtige Bestandteile, die das Team in den 90er Jahren so erfolgreich gemacht hatten. Die neue rote Lackierung wirkte auf viele befremdlich und war damit irgendwie sinnbildlich für den Abstieg des Teams. Während McLaren und Ferrari um den Titel kämpften, war Williams bestenfalls noch dritte Kraft. Villeneuve, der 1997 mit 81 Punkten und 7 Siegen Weltmeister geworden war, brachte es nur noch auf 21 Zähler. Und Williams blieb erstmals seit 1988 ohne Sieg in der Formel 1. In der WM rettete man den dritten Platz gerade so vor Jordan und Benetton. Auf Weltmeister McLaren fehlten allerdings weit mehr als 100 Punkte. Ein dramatischer Absturz für das Weltmeisterteam.